Anja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven Roleplay. Heute tausche ich als armes Mädchen Körper mit meiner besten Freundin, die ein super reiches Mädchen ist. Und wir müssen irgendwie versuchen, uns zurückzutauschen. Falls ihr neu seid und es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und dann let's go! Oh, es ist leider nicht so schön bei mir im Haus, aber mein kleiner Kamin hier vorne ist trotzdem ganz gemütlich. Naja, ich rufe mal bei meiner besten Freundin an und frage, ob sie was unternehmen möchte. Hallo, Lia, bist du da? Okay, perfekt, dann komme ich rüber. Meine beste Freundin wohnt nämlich direkt gegenüber von mir. Ich habe hier diesen kleinen Wohnwagen, der ist eigentlich ganz gemütlich. Oh, Moment, ich richte mir vielleicht mal kurz die Haare. Obwohl, es ist nur meine Freundin. Keine Ahnung, ist egal. Ich habe kein Geld, um zum Friseur zu gehen, aber das ist schon in Ordnung, weil nicht jeder muss reich sein. Aber meine beste Freundin ist es, die ist nämlich stinkreich. Das ist ihr Haus hier, die wohnt hier ganz alleine. Hi, Lia, wie geht's? Hi, Ronja, hast du deine Bürste verloren? Ja, schon wieder, aber ich gehe demnächst zum Friseur und kaufe mir eine neue. Ich muss nur noch ein bisschen Geld ansparen. Wie läuft's bei dir? Hast du Lust, einen Film zu gucken? Oh, und ich sehe, du hast ein neues Auto. Schicker Wagen, schicker Wagen. Vielleicht können wir mal einen Ausflug machen. Klar, lass uns ins Kino gehen. Cool. Ah, vielleicht lass uns zu Hause gucken. Ich bin ein bisschen knapp bei Kasse. Ich zahle. Oh, okay, dann auf ins Kino. Let's go. Ich bin schon lange nicht mehr bei dir mitgefahren. Okay, da wären wir auch schon. Ich habe richtig Lust auf... was gibt's denn heute? Invasion. Oh, das klingt ein bisschen zu gruselig. Was haben wir hier? Oh, vielleicht so ein Rennfilm. Hast du darauf Lust? Breaking Point? Das sieht okay aus. Ja, klingt okay. Alles klar. Oh, warte. Es kommt gerade was ganz anderes im Kino. Ich habe nur die Vorschau gesehen. Wir gucken jetzt First Contact. Keine Ahnung, was das ist. Das klingt ein bisschen mehr wie ein Horrorfilm. Ich hoffe mal... Oh, das ist ein Film über ein Alien. Okay. Na gut, setzen wir uns mal hin. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Das war ein Blitz. Wow, der war direkt über uns. Warte mal, du siehst aus wie ich. Du hast mein Outfit an, du hast meine Haare an. Nein, du bist ich. Oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Wir haben uns verwandelt. Warte, wir haben Körper getauscht. Oh, heißt das, ich bin jetzt reich und du bist arm? Es tut mir leid. Hä, das ist unfair. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber mein neues Leben fühlt sich super an. Okay, dann gib mir mal die Schlüssel zu meinem Auto, bitte. Aber das ist nicht fair. Weißt du was, man muss aus schlechten Situationen immer das Beste machen. Also Schlüssel bitte, lass uns rausgehen. Oh mein Gott, wie aufregend. Das klingt wie ein Fiebertraum. Ich war noch nie reich und jetzt haben wir das Leben getauscht. Und das hier ist einfach mein Wagen. Ich habe ein großes Haus. Oh mein Gott. Komm, steig ein. Wir waren ja jahrelang beste Freundin. Jetzt kann ich dir auch mal was ausgeben. Ich habe auch immer ganz viel Geld in meinen Hosentaschen gefunden. Okay, worauf hast du Lust? Lass uns zuerst mal zum... Oh, hier, komm. Lass uns zum Haarsalon fahren, dann kannst du dir wenigstens eine ordentliche Frisur machen. Ich bezahle auch. Aber das ist mein Geld. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es meins. So, warte kurz, ich hinterlege das einmal in der Kasse. Zack, zack, zack. So, da haben wir es auch schon. Komm, setz dich hin. Ich mache dir neue Haare. Ich kann das. Ich habe früher ja mal als Friseurin gearbeitet. So, Sekunde. Und zack. Schon viel besser. Wie gefällt's dir? Gut. Okay, dann lass uns mal weiterfahren. Ich habe natürlich noch vieles vor. Oh, es ist so cool, jetzt in meinem neuen Leben zu sein. Lass uns auf jeden Fall erstmal in dieses hübsche Restaurant gehen, was ich mir nie leisten könnte. Ich habe nämlich richtig Hunger und vorher kaufe ich mir ein neues Handy. Warte kurz, in dem Auto. Zack, 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 hier. Oh, welches hätte ich denn gerne? Die sehen alle gut aus. Das hier, das hätte ich gern. Yes, genau, perfekt. Ein neues Handy. Mein altes hat nämlich einen Sprung drin. Ah, ich lasse natürlich noch Geld da. Hier, bitteschön, zack. Und dann können wir ins Restaurant gehen. Aber du kannst doch nicht so mein Geld ausgeben. Hey, Lia, das ist mein Geld. Ich bin jetzt du. Schon vergessen? Ich gehe nach Hause. Oh, warte, lass mich dich doch wenigstens fahren. Oh je, okay, Lia wirkt wirklich sauer. Ich verstehe das auch. Okay, ich werde ihr Geld nicht mehr ausgeben. Es ist ja irgendwo auch ihrs. Aber es ist so komisch, weil ich fühle mich auch nicht mehr wie ich selber. Ich habe das Gefühl, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden und das Geld ist einfach da. Ich habe so diesen inneren Drang, das ganze Geld auszugeben. Das war vorher nie da. Ich hatte ja auch kein eigenes Geld. Und, keine Ahnung, irgendwie, ich fühle mich auch so anders. Ich fühle mich immer mehr wie Lia. Vielleicht werde ich doch noch schnell was essen gehen. The Brick, was gibt's denn hier? Oh, so ein schönes... Oh, warte mal. Was gibt's denn? Vielleicht so ein paar schöne Pfannkuchen? Oh, nein, noch besser. Ich mache mir hier Tacos und einen Burrito. Oh, ist seit Tagen nichts so Gutes mehr gegessen. So, lasse ich hier auch wieder Geld da und dann ab nach Hause. Lia, wo bist du denn? Oh, warte, bei sich zu Hause ist sie wahrscheinlich gar nicht. Also bei mir zu Hause. Oh, was
Es fühlt sich richtig an, als wäre das mein eigenes Haus. Verrückt, irgendwas muss passiert sein, als dieser Blitz im Kino eingeschlagen hat. Jetzt ist das Wetter auch richtig gut. Hier ist gar kein Zeichen von Unwetter. Lia, bist du bei... Oh ja, du bist bei mir. Lia, sei nicht traurig. Geh weg. Okay, Lia, pass auf. Wir werden einen Weg finden, unsere Körper zurückzutauschen. Du hast mir mein Leben gestohlen. Aber doch nicht mit Absicht, das wollte ich doch überhaupt nicht. Es ist doch dein Leben. Ich will es dir super gerne zurückgeben. Okay, pass auf. Ich guck rum. Es gibt doch sicher irgendwo Wissenschaftler oder so Laborleute hier in der Stadt, die uns helfen können. Das kann ja nicht sein, dass wir für immer Leben getauscht haben. Es macht zwar super Spaß, reich zu sein, aber wenn du dafür so traurig bist, dann ist es das alles nicht wert. Na gut. Komm, Kopf hoch. Das wird schon alles. Wir müssen nur irgendwen finden. Hast du vielleicht eine Ahnung? Warte, wir setzen uns mal an den PC. Hier. Okay. Wissenschaftler in Brookhaven. Nee, warte, hier sind nur Waschbären. Oh, guck mal. Hier soll einer sein bei der verlassenen Tankstelle. Denkst du, das ist eine gute Idee? Ich weiß nicht. Ach komm, Lia, hör auf zu weinen. Wir suchen doch schon nach einer Lösung. Geh du alleine hin. Okay, ich gehe alleine hin. Immer muss ich alle Probleme hier fixen. Dann bis nachher. Ich werde schon irgendwie einen Weg finden. Warte, ich fahre in meinem coolen Sportwagen hin. Okay, let's go. Hier können wir wieder losfahren. Oh, ich liebe es, dass das Auto so schnell ist. Okay, ich bin jetzt bei der Tankstelle, aber keine Ahnung, wo ein Wissenschaftler ist. Ah, hallo, Wissenschaftler. Irgendwo, jemand. Oh. Okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Hallo? Oh, hier ist jemand. Hallo, guten Tag, Sir. Ich bräuchte Hilfe. Bist du ein Geist? Nein, ich bin kein Geist. Ich brauche Hilfe. Verstehst du mich? Kannst du meine Sprache sprechen? Bist du sicher? Ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich kein Geist bin. Na gut. What's going on? Okay. Warum ich hier bin? Ich habe erstmal die Anzeige im Internet gesehen und meine Freundin und ich, wir sind vertauscht. Okay, wir haben unsere Leben vertauscht. Ich war vorher arm, jetzt bin ich super reich und jetzt ist sie aber super arm und es ist meine beste Freundin. Sie ist richtig traurig. Klingt nach Geistermagie. Das ist keine Geistermagie. Wir waren im Kino, okay? Und auf einmal hat ein Blitz eingeschlagen und dann haben wir Körper getauscht. Habt ihr einen Geisterfilm geschaut? Ich glaube, der Film ging um Aliens. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben den nicht so richtig geguckt. Aliens? Wo? Nein, es war ein Film über Aliens. Ein Film, der lief nur im Kino. Oh. Naja, wie dem auch sei. Kannst du uns helfen? Wobei? Naja, uns zurückzutauschen. Tauschen? Ja, tauschen. Ich hab's doch gerade erzählt. Muss ich das nochmal alles erzählen? Naja, ich will etwas im Gegenzug. Okay, was hättest du denn gerne? Erdbeermarmelade. So ein komischer Typ. Und wo soll ich Erdbeermarmelade herkriegen? Einfach aus dem Supermarkt? Oder irgendeine spezielle Art? Willst du, dass ich selber welche koche? Es muss Erdbeermarmelade sein. Die geheime Zutat. Was brabbelt der? Okay, wie dem auch sei. Ich hol dir kurz Erdbeermarmelade, gleich wieder da. So, im Supermarkt gab es keine Erdbeermarmelade mehr. Ich habe jetzt hier einen Erdbeermilchshake. Mal gucken, ob er es merkt. Hier, bitteschön, die Marmelade. Wer bist du? Oh mein Gott, wir haben doch vor 5 Minuten miteinander geredet. Schon vergessen, armes Mädchen, Körpertausch mit reichem Mädchen. Wir wollen zurückgetauscht werden. Du hast nach Erdbeermarmelade gefragt. Ich bin weder ein Geist noch ein Alien. Oh ja, ich kann euch nicht helfen. Wie, du kannst uns nicht helfen? Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, ich wurde hier gerade voll veralbert. Zum Glück habe ich ihm keine richtige Erdbeermarmelade gebracht. Das ist geheimste Geistermagie. Das ist so nutzlos. Okay, weißt du was? Es gibt keine Geister. Krieg das in deinen kleinen blauhaarigen Kopf rein. Und wir haben keine geheime Geistermagie. Wir wurden irgendwie von einem Blitz getauscht. Oh, ihr müsst irgendwas essen. Müssen einfach irgendwas essen? Ich war vorhin Tacos essen. Es ist nichts passiert. Etwas, was Geister hassen. Vielleicht liegt es wirklich an Geistern? Vielleicht hat er eine Ahnung? Vielleicht bin ich hier diejenige, die dumm ist? Okay, was hassen Geister denn? Rosen. Rosen sind pieksig. Gibt es noch irgendeine Alternative? Müssen wir Rosen essen? Es müssen Rosen sein. Na schön, wenn du das sagst, dann hauen wir uns wohl eine schöne Packung Rosen rein. Gut, dann gehe ich nochmal beim Blumenladen vorbei. Bis, ich hoffe, bis nie auch immer wieder jemals. Das war richtig weird hier. Okay, keine Ahnung, was hier los ist. Okay, ich war jetzt gerade noch beim Blumenladen und ich habe diese Rosen hier gekauft. Mal gucken, ob das klappt. Ey, Lia, ich bin wieder da und keine Ahnung, ich will es dir ersparen. Long story short, wir müssen Rosen essen, weil Geister hassen Rosen und dann verwandeln wir uns zurück. Was? Doch, hier, bitteschön, nimm mal. Bist du verrückt geworden? Ich weiß, warum du das glaubst. Mir fällt keine bessere Lösung ein, ganz ehrlich. Ich glaube, wir können es auf jeden Fall mal versuchen. Isst die Blätter oder so. Okay, pass auf. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott! Warte, es hat funktioniert. Du bist wieder du. Ich bin wieder ich. Ich bin wieder ich. Yay! Oh,
warte, das ist mein Haus wieder. Es fühlt sich auch wieder an wie zu Hause. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht hier. Ich muss gar nicht reich sein. Geht's dir wieder besser, Lia? Ja, endlich habe ich mein Leben wieder. Yay, okay, und ich habe endlich meine beste Freundin wieder. Ach, was für ein Abenteuer. So Leute, das war's dann aber mit dieser Folge Roblox. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann könnt ihr auf den Screen klicken, dann kommt ihr nämlich direkt zum nächsten. Macht's gut!